Hallo, ihr lieben Mäuschen da draußen. Juhu! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange Episode 4 Darkroom. Und wir sind hier am Campus, weil wir sind letzte Folge sind wir auf dem Campus gelandet, nachdem wir ja das Krankenhaus verlassen hatten und haben uns in der letzten Folge schon mal ein bisschen umgesehen hier auf dem Campus und haben mit dem guten mit dem guten Samuel gesprochen. Wir haben mit Brooke gesprochen, die uns ein paar Informationen geben konnte, dass Nathan anscheinend sehr angepisst war und davon gelaufen ist oder davon gegangen ist oder davon gestapft ist und dass es schwer werden würde, sich mit ihm im Moment zu verabreden. Und dann haben wir noch ein kleines Gespräch geführt mit Miss Grant, was wir allerdings noch nicht ganz vollendet haben. Haben noch zwei Fotos geschossen, einmal von diesen Eichhörnchen-Pärchen da und von dem Steinhaufen, der da drüben auf der Erde liegt. Und ja, ich würde mal sagen, jetzt reden wir mal weiter mit Miss Grant, dass wir das auch weiter erledigt haben. Hi again, Miss Grant. Welcome back to the lab, Max. So, genau. Jetzt kümmern wir uns nämlich mal um Nathan. I was looking for Nathan Prescott and I thought he might be in your class. I'm surprised, Max. I didn't think you and Nathan were exactly friends. Okay, sie glaubt, wir sind Freunde? Nee, auf keinen Fall. No way. I just have to ask him a question. I saw him leaving campus looking angrier than usual. But to be honest, Max, Nathan hasn't been too well lately. You might know more about that than me. Too much. I can tell. You look like you have more than a question on your mind. Maybe asking Nathan isn't such a good idea right now. You hear me, Max? Nathan ist wütender als sonst. Das erklärt auch... Ja gut. Ja, das erklärt eigentlich gar nichts, aber im Grunde ist er nicht... Ist er denn nicht immer schon so wütend gewesen? Nun gut, machen wir weiter mit Kate. I don't think surveillance would have helped Kate Marsh. Who needs surveillance when we have Maxine Caulfield? You did a wonderful thing. And now we have to make sure Kate gets the help she needs. Do you need to talk to a counselor? Blackwell braucht Hilfe. Nein, danke. Naja, ablehnen möchte sie ja nicht gerade, deswegen Blackwell braucht Hilfe. Blackwell Academy needs the help. There's something terrible going on here. You see it, right? This week hasn't been Blackwell's finest hour. But me and some faculty members won't rest until all the students here feel safe, not bullied. Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start. I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed. It's extremely tasteless given what happened with Kate. Tja, sie sieht es genauso als geschmackslos an, was da mit Kate passiert ist, beziehungsweise was Nathan, Victoria und alle, die da mit drin hangen, mit Kate gemacht haben. Was, ja, ich meine, zum Glück geht's ihr wieder gut, aber im Grunde. Das ist halt doch irgendwie ein bisschen... naja. Okay, Prescott Family, Director Wells. Ich würde sie eher mal über die Prescott Family befragen. Do the Prescotts have anything to do with the Vortex Club? I mean, they don't get all their money from car washes. No, they don't. But membership has its privileges. Especially when your father is Blackwell's biggest sponsor. This elitist nonsense has no place here. You're right. I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. But you truly give me hope. I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. I'll see you later. It's always good talking to you, Max. Schön. Na gut, jetzt haben wir mit Miss Grant auch gesprochen und ich würde mal sagen, jetzt sprechen wir endgültig mal mit Chloe und erzählen ihr von unseren Erfahrungen, die wir bekommen haben.
coast is clear. It would be so cool if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Ugh, you suck. Now let's get into Blackwell Ninja Mode. Ist der Jefferson ganz für mich allein? Nicht im Ernst, oder? Ich fange noch nichts mit der Lehre an. What the fuck? So lame, they don't have co-ed dorms here. Yes, because I want Nathan Prescott in the room next door. Good point. Wait here. Give me the signal if Nathan or anybody shows up. I won't let you down, Batmax. Now I just have to find Nathan's room. Okay, wir müssen Nathan's Raum finden. Gut, was haben wir da? Evan, of course. That's why no shits were given. Oh, wir haben eine SMS von Kate erhalten. Na dann. Oh, und von Chloe auch noch. Okay. Also okay, die SMS haben wir alle schon gelesen. Juliet. Haben wir auch schon gelesen. Justin. Haben wir auch schon. Mama. Haben wir auch schon gehabt, glaube ich. Warren. Okay, das hatten wir auch schon. Was ist mit Kate? Da, genau. Supermax, falls du sie noch brauchst. Nathans Zimmernummer ist 111. Kate, du bist klasse, danke. Ich liebe es, wie nur meine innere Rebellin wächst. Du bist längst eine Rebellin, vertrau mir. Immer. Und sei bitte vorsichtig, okay? Na klar, ich halte dich auf den Laufenden. Das weiß ich doch. Ach schön, diese SMS zwischen Freunden. Oh, Kate brings it. Zwischen Freunden. So, room 111 is the magic number. Okay, 111 ist quasi die Raumnummer. 111 müssen wir finden. Und ja, jetzt gucken wir uns einfach mal die ganze Plakate an. Who would steal cat pics? Wer klaut Katzenbilder, aber ganz im Ernst. Belohnung: Am 15. September wurde mein Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinem neuen Tablet aus der Cafeteria gestohlen. Die Schulbücher sind mir egal, aber auf dem Tablet waren viele Fotos meiner verstorbenen Katzen. Also bin ich bereit, eine Belohnung zu zahlen, ohne Fragen zu stellen. Bitte, diese Katzen waren meine besten Freunde. Aha, okay. Davon misst jemand seine Katzenfotos, toll. They have one more meeting left. Okay. Das Ende der Gelegenheit, Spieler. Tritt den Gamer Guys bei. Wir spielen und analysieren jede Woche ein anderes Spiel. Von COD bis WoW. Von Strategie bis Shooter. Lass die Spiele beginnen. Freitags. Wechsler Media Center. 19 Uhr. Ah, das heißt, im Spiel kennt man quasi auch COD und WoW. Interessant. Nun gut. Was haben wir denn da noch? Noch ein Plakat. Apparently Logan missed this poster. Safety first. Sicherheit geht vor. Verhüten vor Verlangen. Benutze immer Verhütung und sichere deine Zukunft. Ja gut, ich meine, gut, die Schüler sind 18, also von da an, die dürften durchaus schon was im Bett haben, aber ja, trotzdem, Verhütung ist immer wichtig. Oh, why hello Trevor and Dana. Okay. Gut, wo sind wir hier? 106. Even after Kate, nobody here learned anything about bullying. Okay. Ist das Kates Zimmer gewesen? Ich weiß es nicht. So, was haben wir da unten? Eine Klopapierrolle. Are toilet paper wars mandatory in the dorms? Okay, ich will nicht wissen, was da in der Männertoilette gerade abgeht. Gut. Was haben wir noch? Aha. Zack or Logan? Who knows? Bro's got a bro. Bigfoots or Big Balls. Wer auch immer das geschrieben hat, der dachte wohl zweideutig.
So, was haben wir hier? This can only be Nathan's room. Das kann nur Nathan's Zimmer sein. Ja, 111, genau. Gut, bevor wir da reingehen, gucken wir uns noch die anderen Schildchen an. Ugh, skunkweed and video games. It's all good in the world. I sense Hayden is near. Fine. Matt, this just makes me think of Kate. Don't be bullied. Werde nicht gemobbt. Lass dich nicht mobben. Wenn du das Opfer von Mobbing bist, bist du nicht allein. Schließe dich unserer monatlichen Selbsthilfegruppe und Diskussionsrunde an. Vertraulichkeit garantiert. Kontakt ssorber@blackwellacademy.ed. Aha, eine Selbsthilfegruppe und Diskussionsgruppe. Das ist immer nice. Sowas kann man immer gut brauchen. Hello, Warren's room. Hawking and him make a good team. Schreiben. Wollen wir da was draufschreiben? Hat es nicht Auswirkungen? Ich meine, ich wüsste nicht welche, aber... I can have a little fun with Warren for a change. I mean, he's the one who wants to go ape. And sometimes you have to take a chance and see what happens. Was passiert, genau. I hope Warren doesn't think that's too dorky. I mean, not like he isn't. He'll laugh, right? Oh Mann, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee war, aber ich lasse es einfach mal so stehen. Poor Warren. This is the work of Nathan. He's so lucky I'm a pacifist. Pazifist. Oh mein Gott. Okay, läuft. Was haben wir hier? Looks like one of the jocks did care about Kate. Okay, noch ein Plakat. Oh, you Bigfoots. Bigfoot. Nice, Bigfoot Stomp oder Swamp oder irgend sowas. Interessant. Die Bigfoots lassen die Erde erzittern. Entdecken sie Oregons größtes Geheimnis. Für Infos und Merchandise bigstuff@bigfootball.org oder ah doch, T-R-O-G. Okay. Na und denn, wollen wir mal zunächst ins Zimmer gehen. Und es betreten. Oh. Abgeschlossen. Jo, einbrechen, läuft. Na dann, wird mal wohl eingebrochen. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Now I need to find Nathan's phone. Or anything with clues. Joyce. Max, jetzt da David nicht mehr hier ist, muss Chloe erwachsen werden und sich besser benehmen. Aber das wird nicht passieren, wenn ihr illegalen Unsinn veranstaltet, wie nachts in Blackwell einzubrechen. Ich weiß, was passiert ist, also keine Ausreden. Ich hatte gehofft, du würdest sie auf den richtigen Weg führen. Aber sie scheint wieder abzudriften. Du könntest so einen guten Einfluss haben auf sie, aber ihr wollt beide rebellieren. David kann sie jetzt nicht mehr die Schuld geben. Tut mir leid, Joyce. Ich baue auch Mist, aber ich versuche einen guten Einfluss auf Chloe zu haben. Ich weiß, Max. Ich vergesse, dass ihr noch Teenager seid. Ah, das stimmt wohl. Courtney! Hey Süße, sag mir, wann du bei mir vorbeikommst, dann gebe ich dir Modetipps. Oh, danke Courtney. Ich ertrinke in Hausaufgaben, also ich komme später vorbei. Danke nochmal fürs Angebot. Nice. Okay. Alter, was hat der alles im Zimmer? Poster? I really hope they were all consenting models. Okay, das könnte länger dauern als erwartet, bis wir da durch sind. Dann öffnen wir mal die Schublade. That is so Chloe. Ey, Arschloch, wir müssen reden. Oder ich erzähle allen, was du getan hast. Und dafür wirst du bezahlen, Wichser. Okay. Oh my God. Chloe. Oh, Chloe. Okay. Scheint so, als wäre sie mal total voll gewesen. Oder ist das nachdem sie in der Toilette zusammengebrochen ist, nachdem er irgendwie
auf sie eingeschlagen hat oder keine Ahnung was. Sehr merkwürdig. Okay. Gut, was haben wir noch? Ein MP3-Spieler. Wollen wir den einschalten und ein bisschen Musik machen? Nein. Ansehen. That must be the lamp Chloe broke when Nathan drugged her. Okay, die Lampe scheint anscheinend zerbrochen zu sein. Interessant. Dann haben wir dann noch ein Poster, was ich mir nicht angucken kann, doch jetzt. That looks like a totally fun show. Even Nathan has a light side. Selbst Nathan hat eine lustige Seite. Ja, ist nur die Frage, wie lang. Damn, Nathan. That's a nice shot. If only all your energy went into photography. Das ist wohl wahr. Wenn nur all seine Energie den Fotos gewidmet werden würde. It's so damn creepy, but the guy has his own style. Ist das ein totes Reh, was er fotografiert hat? Ach du Scheiße. Okay, der Typ hat echt nicht alle Tassen im Schrank. Aber das wissen wir ja schon. Okay, da unten liegt ein Buch auf der Erde. Naja. I don't think one book can guide the Prescotts. Lesen. Wutanfall. Ein Leitfaden zur Aggressionsbewältigung für Teenager und Eltern. Dr. Bill. Okay. Ein Leitfaden also zur Aggressionsbewältigung für Teenager und Eltern. Na toll. Und sowas liest er? Wundert mich echt, dass der sowas liest. Gottes Willen. Naja, naja. Gut, was haben wir noch? Eine Kamera. That monochrome camera is brand new and cost about 6 grand. Bastard. $6,000 sind bei uns umgerechnet, glaube ich, 5.800 € oder so, oder 5.500. What the fuck? Kann sich der sowas leisten? I thought Victoria had the photo bling, but once again, the Prescott's rule. Okay, was haben wir hier? That's so cute and ironic. I can't believe Nathan still has it around. Der beste Sohn der Welt. Dieses Diplom belegt, dass Nathan Prescott offiziell der beste Sohn der Welt ist. 6. Juni 2006. Die Eltern, Sean Prescott. Okay. Läuft bei ihm, würde ich mal sagen. Läuft bei ihm und seinen Eltern. Okay. Alex ist ein bisschen anders als erwartet. So, Medikamente. I don't think this prescription has helped Nathan. Nein, überhaupt nicht, weil sonst wäre er nicht mehr so wütend. Gut, dann haben wir da noch ein Foto, was wir uns anschauen können. I'd cry too if I had him for a father and had to wear that suit. So, ich habe gerade mein Mikrofon ein bisschen weiter zu mir geschoben, weil ich habe so das Gefühl, dass rede ich immer am Mikrofon vorbei. So, okay, sieht auch ganz nett aus. So, was haben wir hier? Let's see what Nathan hides in here. Nein, das wollen wir noch nicht. Wir schauen uns jetzt mal alles andere noch an. Holy shit. That's the gun Nathan used on Chloe. A gift from... Ach, das ist die Waffe, mit der Chloe in der ersten Episode erschießen wollte. Okay. Benutzeranleitung, Witzke. Nicht Witzke. Wichtige Vorsichtsmaßnahmen. GP 17, 9mm Pistole, Bedienungsanleitung. Okay, eine 9mm Pistole. Ach du heilige Scheiße. Please, please, please stay away, Nathan. Nathan likes his tortured subjects way too much. Was haben wir hier? These films all have a dark pattern. Ja gut, das war sonnenklar, dass der sich düstere Filme anzieht. Das ist mir... Das war schon klar. Was haben wir da oben? Ein Projektor. Yes, I would be cool with having this high-tech projector. Ah, ist das das, was am... Das ist das, was am PC wiedergegeben wird. Benutzen wir den mal. Nathan is way into this party. Bad sign. Okay. Was geht? An Victoria Chase von Nathan Prescott. Hey, meine Hübsche. Sag mir, was du heute Abend zum Vortex Club anziehst, damit ich genauso stylisch und teuer gekleidet sein kann. Ich bin voll scharf drauf und sammle nachher noch fette
Partygeschenke ein. Ich habe meinen Alten gesagt, er soll die Bullen fernhalten, damit wir in Ruhe feiern können. Wenn wir schon den Weltuntergang feiern, dann richtig, oder? Oh mein Gott. Naja. Das war klar. So, was sonst noch irgendwo was? Nathan. Oh man. Okay. Sean Prescott might be Nathan's real problem. So. Vortex Club, Oktober 2013. Kate lässt's krachen. Oh mein Gott. Mach dir keine Sorgen, von Sean Prescott an Nathan Prescott. Nate, ich weiß, diese Woche war anstrengend für dich und deine Mutter. Und ich, Nate, ich weiß, diese Woche war anstrengend für dich und deine Mutter. Und ich sind immer für dich da. Hä, what the fuck? Moment. Ich gehe mal näher ran an den Bildschirm, weil ich glaube, da ist einfach kein Punkt dazwischen, oder? Naja, da ist kein Punkt dazwischen. Eigentlich müsste nämlich nach für dich müsste eigentlich ein Punkt kommen. Und dann müsste der Satz irgendwie für mich beginnen, deine Mutter und ich sind immer für dich da, wenn du reden willst. Also, ja, irgendwie fehlt da, glaube ich, der Punkt und die Satzstellung ist ein bisschen komisch. Lass dir einfach einen Termin geben. Deine Mutter will, dass Dr. Bill nach seiner Buchtour vorbeikommt. Aber für den Moment bleiben wir bei deinen Medikamenten. Während der Entwicklung von Pan Estates brauche ich einen besonnenen und ruhigen Sohn. Ich weiß, ein Prescott zu sein ist eine Last und ich werde dich Schritt für Schritt darauf vorbereiten, wie mein Vater zu mir. Es war schwer, als mein Vater mir die Augen für mein Schicksal öffnete, aber eines Tages wirst du mir danken. Mach dir keine Gedanken um Blackwell. Es wird Zeit, dass wir diese verschissene Stadt einen Einkauf verpassen. Ich will, dass du bereit bist, wenn der richtige Moment kommt. Vermassel es nicht, Sohn. Dein Vater. Too bad Nathan isn't more like his sister. She sounds awesome. Ach, du Scheiße, noch mehr zu lesen. Sorg dich nicht, von Christina Prescott an Nathan Prescott. Tudo, Bem aus Brasilien, kleiner Bruder. Es ist lange her, dass ich was von dir gehört habe. Also sag mir bitte, was in deinem aufregenden Schulleben in Blackwell vorgeht. Ich gebe bei all meinen Kollegen im Friedenschor an, dass mein talentierter Bruder Nate ein Vollstipendium für eine der besten Kunstschulen der Welt hat. So, Entschuldigung. Ich kann zwar nicht immer auf mein Handy oder meine Mails zugreifen, aber bitte, bitte, bitte schick mir neue Campus-Fotos, damit ich indirekt durch dein Objektiv blicken kann. Ich vermisse dich und deine Bilder. Und ja, Mutter hat mir gesagt, du steckst in Schwierigkeiten und Vater drangsaliert dich, aber du musst ihn entweder ignorieren oder dich gegen ihn auflehnen. Du weißt, ich liebe Papa, Nate, aber ich bin wegen ihm in einem Dschungel auf der anderen Seite der Welt. Er hat Macht geerbt, nicht Weisheit. Und die einzige Art, gegen ihn zu gewinnen, ist dagegen zu halten. Lass dich von ihm nicht für das Vermächtnis der Familie verändern. Ende der Predigt. Du bist in der Schule. Ich wollte nur, dass du dich dort zu Hause fühlst. Ich muss wieder zu den Mangelofen. Ich schicke dir gute Gedanken. Schreib mir. Oder ich muss dir einen Jaguar ins Wohnheim schicken. Chris. Yes, Nathan sure needs diet pills. This is strong stuff. Generisches Dexamin. Extreme. Was sind das für Medikamente? Extreme Appetit mehr? Moment. Appetite mehr? What the fuck? Online erhältlich ohne Vorschreibung oder ohne Verschreibung 100 Pillen. $250. Okay. Nun gut, ich glaube, wir haben alles gefunden, was wir
finden sollen. I don't think this prescription has helped, Nathan. Ja, okay, das haben wir schon. Anleitung, Magazin, untersuchen. Nathan Prescott, All-American Teen. Butts in Boobs, die besten Titten Oregons, Crystal, kann neue Fotos. Okay. Der Typ hat sie echt nicht mal, ne? Okay. Was haben wir da? What the hell are all those marks on the floor? Sieht das hier Sofa bewegen? Let's find out what you're hiding. Oh, okay. Oh yes, little phone. You are mine now. Ah, das Telefon. Nicht schlecht. Nicht now schlecht. I have Nathan's phone, so I can show it to Chloe. Max. Well, before Nathan comes back. Nun gut, ich würde mal sagen, hier haben wir alles erledigt. Wir verlassen einfach mal den Raum. Und dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge geht es dann wieder weiter. Weil in der nächsten Folge machen wir dann, also sagen wir Chloe, okay, was wir alles erreicht haben. A dorm map around here. Und ja, von da an, Freunde, macht's gut, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.